Naja, Heiler ist untätig, er hat nichts zu tun. Heiler kann mich mal. Aber mit denen handeln wir noch, das ist gut. Eisen kommt so langsam voran. Dorfbewohner produzieren wir auch wieder welche. Ist ja einer frei, du. Ich hätte ganz gerne einen Turm und zwar genau hier. Werden wieder von einem Wolf angegriffen. Wir sind bei 1000 Nahrung. Mehr können wir nicht halten. Das geht einfach nicht. Dafür brauchen wir, glaube ich, mehr Silos. Wir werden einen gleich mal rekrutieren. Dafür brauchen wir mehr Geld. Geld, 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 Geld. Erstmal ein Festmahl machen. Die Kohle liegt ja eh. Ach, hier oben werden wir schon wieder angegriffen. Oh, noch von zwei Wölfen gleichzeitig. Das gefällt mir nicht. Das Eisen ist eh gleich abgebaut, dann können wir hier mal hochschicken. Guck mal, könnte jetzt das Gebiet auch noch safen. Und dann auf den Wirtschaftssieg gehen. Wissenssieg, so rum. So öde ist im Wirtschaftssieg, wird es wahrscheinlich trotzdem vorher sogar schon. Silo gebaut. Der wird jetzt noch einmal ein paar Mal gegenhauen. Damit können wir das Gebäude hier abreißen. Die beiden sind arbeitslos und werden wieder zu Bauern. Er kann mir ja rein theoretisch gerne dieses Gebiet abnehmen, weil es sinnlos ist, dieses Gebiet zu halten. Aber meine Prinzipien sagen, pff, warum sollte ich es abgeben? Und hier, wir ziehen uns jetzt sogar ein bisschen mehr zum Turm zurück und fighten an dem. Na komm, dann hau drauf da. Der Turm fightet nicht mal. Also das muss sogar in dem Gebiet sein. Oh, low. So, hier bleibt ihr stehen. Es ist Sommer. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sommer, Sonnenschein. Ja, das Gebäude ist fertig. Das Ding ist fertig. Was machen wir denn als nächstes? Machen wir Operation Klatsch den Braunbären? Er kann mir ruhig das Gebiet. Er hat einen Berserker. Das heißt, Grün ist. Gehört dem Wolfsclan an.
erste Linie interessiert mich das eigentlich nicht, dass er dem angehört, aber das ist schon so ein uncool. Deswegen werde ich ich werde einfach jetzt ein Arschloch sein und werde jetzt auf den Wirtschaftssieg gehen, auf den Wissenssieg. Vielleicht brauche ich die beiden noch. Warte, beziehungsweise ich brauche nur noch den. Ich brauche nur noch zwei Wissenspunkte erlernen. Und damit ist dann Ende im Gelände. Ja, die Fenrir können sich von mir aus das Gebiet auch zurückholen. Da ist eh nur Holz gemacht worden. Der kann auch schon mal zurückkehren. Okay, das wird ein extrem kalter Winter. Wir sind eh im Überschuss mit Nahrung. Wir können noch mal ein Festmahl organisieren, damit wir noch mehr ranholen. Trotzdem wird es wahrscheinlich reichen mit der Nahrung. Also wir werden keine Probleme haben. Mich würde mal interessieren, wie wird das Spiel denn online? Das wird mich am meisten interessieren. Weil es ist ja kein Spiel, was davon lebt, du baust jetzt ein großes Heer auf. Es geht, du kannst es aufbauen, aber da musstest du alles opfern an Nahrung und so weiter. Und damit könntest du deinen Gegner tot rushen. Aber ich weiß nicht, ob das der Sinn des Spiels ist. Aber jetzt brauchen wir noch einen und dann hätten wir den Wissenssieg. Und den kriege ich alleine schon darum, weil ich permanent jetzt Festmailer spawnen kann. Mit Glück, wenn es so weitergeht. Bauen wir hier noch ein Gebäude hin. Da vorne steht der scheiß Berserker. Der nervt. Hier einmal das Haus bitte aufbauen. Das werten wir hier nochmal auf. Wir haben die Kontrolle über dieses Gebiet verloren. Erobern wir es zurück? Nein, natürlich, die erobere ich es nicht zurück. Weil es mir nämlich am allerwertesten vorbeigeht. So, Raubzug wird dieses Mal gestoppt. Du hier kannst dich den Raubzügen anschließen. Und dann haben wir das Landungsschiff auch voll. Zack, Kriegshäuptling ist gespawnt. Oh, scheiße. Ja, das war, glaube ich, nicht die cleverste Art. 1700 kostet mich jetzt Festmahl. Schweinerei. Beginnen wir mal unsere Segelreise. Das Haus ist fertig. So, den Kriegsverbling schicken wir mal mit hier runter. Wir werden uns das Gebiet hier mal sichern. Der Schneesturm ist auch gleich im Anmarsch. Der kann hier stehen bleiben. Gute Beziehung mit den Jotern. Das finde ich cool, wenn die sich uns anschließen. Die haben immer 20 Angriffe und 350 live, ne? Also, da ist schon ordentlich was dahinter. Zack, kann auch hier runterkommen. Machen wir mal den Fischer besser und das Geld besser.
So. Die sammeln wir mal hier. Nein, sammeln wir nicht. Wir gehen hier also wieder hin. Nee, doch nicht. Doch. Doch, wir gehen hier hin. Das ist mir jetzt egal. Hauen wir da jetzt wieder rein. Es ist so schwer, sich zu entscheiden. Jetzt so der krasse Winter, ne, auf den wir jetzt warten. Gildenmitglieder ohne Beruf. Achso. Dann kann das Ding auch platt gemacht werden. Läuft doch gut. Wo haben wir denn? Haben wir jetzt hier immer noch einen Bauern? Da haben wir noch einen Dorfi. Der kann mir hier auch gerne eine Ausbildungsstätte hinsetzen. Komm, wir besiedeln die Scheiße einfach nochmal erneut. Der Dorfbewohner kann hier mal mitarbeiten. Dann werden wir denn hier. Das ist ein Dorfbewohner. Ah ne, muss erst hier besiedelt werden. Zack. Na komm. Ein paar Wissenspunkte mehr. Gut, brauche ich eh gar nicht mehr, wenn man das oben rechts schon sieht. Also auf normal ist es jetzt. Müsste mal morgen, wenn ich aus der Arbeit komme, testen, wie sich das Spiel auf schwer spielt. Jetzt schicken wir mal auf Fahrt. Auf eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Da hätten wir noch einen Dorfbewohner. Zack. Der kann mal hier runter. Das ist am Arbeiten, das ist am Blühen. 3, 2, 1 und wir haben gewonnen. Indem ich jetzt einfach Nahrungshandel hole, faires Segen. Jetzt brauchen wir noch 3 Wissenspunkte, leck mich doch am Arsch. Okay, wir haben nicht gewonnen. Gut, dass wir auf Wissen gehen. da. Handelsposten. Darf ich noch irgendwo bauen? Da unten dürfen wir nochmal bauen. Wo ist denn der Meister der Lehre? Wo ist denn jetzt mein Doppelrunde? Da. Ah, kommt ihr scheiß Wölfe. Meine Ländereien kriegt ihr nicht. Ich stecke jetzt einfach mal ganz Geld da aktiv rein. Ich habe ja eh genug Nahrung. Da ich ja eh die ganze Zeit nur 6 Äpfel verliere, sonst würde das immer nur im Monat hochgerechnet werden. Ist ja auch nichts. Oder habe ich das falsch verstanden? Kann ich hier wieder Dorfbewohner runter senden, ne? Will der mich trollen?